So, wer will Weintrauben? Soll ich welche bestellen? Ich habe gar nichts hier. Oh! Neun drücken, um zu quitten und I, um zu playen. Wenn er fliegt gleich den Gang lang, das hat der Entwickler immer gemacht. Hat er immer gemacht bei den Spielen. Wie gesagt, ist der von Deadman's Journey. Falls ihr Deadman's Journey nicht kennt, habe ich auch mal gespielt. Hallo! Demon's World. Ich drück mal I. Oder 1. Ist einfach nur das scheiß Licht ausgegangen. Loading. Okay. Warnung. Bitte bedenke, dass in Suit 776 flackernde Lichter enthält. Es ist außerdem sehr aggressiv mit Horrorelementen. Bitte verstehe das und schreite in deinem Tempo voran. Also, keine Safe-Game-Funktionalität. Einfach nur in einer einfachen Sitzung durchspielen. Ungefähr 50 Minuten. Enthält nicht Multiple-Endings und Achievements. Oh, okay. Dann Turnbacks-Games, genau. This is a scary one. Very scary. Okay. Weintrauben mit Schokolade überzogen. Hallo, Schaui, was habe ich verpasst? Das erste Spiel, aber kannst du es später angucken nochmal. Was stand da? She left her only family alone. Und ihr sieben alten Sohn. Achso, irgendjemand hat ihre Familie verlassen und ihren sieben alten Sohn. Marcy war eine berühmte Architektin, sehr bekannte Architektin. Leider wurde sie zu bekannt, aus den falschen Gründen. Ist mein Vorhaben, dass Suit 776 existiert. Aus diesem Grund werde ich Marcy in Bewegung fotografieren. Ich werde sie... zu schnell. Alles, was ich tun muss, ist die Glocke zu läuten. Das ist alles, was ich tun muss. Einfach nur die Glocke läuten. Oder die Klingel. Naja. Also wir müssen was? Eine Architektin finden? Eine Architektin? Steht hier auch auf Architektur? Es wird immer noch über Rosinen diskutiert im Chat. Rosinen sind ja einfach nur schrumpelige Weintrauben. Ah, wir sind da. Alles klar. 774, 773, guck mal wieder Hotel. Es fängt genauso an. Von Stanislav Truchowski entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Achso, 776, nicht 775. 776. Tür ist auf. Ist genau dieses, genau wie die anderen Spiele. Du gehst, machst einmal, tippst nur einmal kurz nach W und dann geht so einen ganzen Schritt nach vorne. Ist aber eine merkwürdige Wohnung. Aber draußen ist schön, ne? Kann man sich nicht beschweren. Merkwürdige Architektin. Steht da einer? Ah, es ist bestimmt so PT-mäßig, ne? Eto Read Note. Okay, Reddit online. Ich habe Suit 776 überlebt. Es ist echt. Es alles scheint echt, aber es kann nicht möglich sein. Ich war auf dem am 12. Stock. Und ich habe durch das Fenster geguckt und war auf dem ersten. Es gab über 6 andere Suites auf diesem Flur. Ja, Suite 776 scheint größer zu sein, mit unmöglichen Proportionen. Es gab sogar ein oberes und ein unteres Level in der Suite. Es hat absolut keinen Sinn ergeben. Und wie bin ich rausgekommen? Warum bin ich der Einzige? Ich habe keine Idee. Ich bin in Suit 776 gegangen, mit dem Grund, meine Reise zu dokumentieren. Ich habe Kameras aufgestellt, aber die Footage ist verloren gegangen. Also die Aufnahmen. Was? XX? XX Gamer XX. Great. Da steht eine 10. E to interact with drawer. Drawer locked. However...
Er sieht schwach und einfach aus. Achso, das Schloss sieht schwach und einfach aus. Können wir es irgendwie öffnen oder so? Müssen wir uns die 10 merken? Stark an Petit. Okay, merkt euch mal die 10. Auch zu. Sieht aber gemütlich aus mit dem Sessel und so. Altes Rom oder was das ist. Alles zu. Going in circles, nicht wahr? All I have to do is ring the bell. Schade, wir konnten sie nur einmal ringen. Eine urbane Legende von einer verfluchten Wohnung einer toten Geisterarchitektin. Da würde ich auch gerne hingehen. Ich mag keine Ecken. Ja, wenn man eine Eckenphobie hat, dann sollte man nicht dieses Spiel spielen. Ist noch alles gleich? Ist die Tür, war die schon vorher da? 10. Not gelesen. Wir gehen wieder raus. Scheiß drauf. Die Tür ist wirklich noch auf. Vielleicht sollte ich noch mal versuchen, die Glocke noch einmal zu läuten. Okay. Die Musik geht los. 10. Was war hier? Achso. Gruselige Musik. Waff. Was? War man in den Katakomben von Paris? Da muss man halt durch enge Gänge und um viele Ecken. Nicht meins. Ansonsten toll. Es liegen doch auch überall diese Skelette rum. Totenköpfe und so, oder? Die Glocke wurde ein zweites Mal geläutet. Ich kann sie aber nicht ein drittes Mal läuten. Gruselig. Es passiert einfach nichts. So kann man ein Spiel auch voll kriegen. Es steht immer noch 10. Immer noch alles zu. Wir sind drin. Wir haben es geschafft. Der ganze Pestkragen von Paris wurde da reingetan und es gibt auch Kunstwerke aus Knochen. Sehr faszinierend. Okay, dann sind wir jetzt wohl in dem Apartment eingesperrt. Ich frage mich, was die 10 bedeutet. Er hat schon Angst hier. Okay. Nichts Neues soweit. Wahrscheinlich müssen wir 10-mal ringen. Huh. Wir müssen wahrscheinlich 10-mal die Glocke klingeln, ne? Hey, Andi. Andi ist auch da. Schön. Es wird voll. Ja, nochmal zurück. Hör auf zu lachen. Was? Die ganze Sache ist so verwirrend. Irgendwie sind die Türen verbunden. Die kleinen Orte erscheinen groß. Das ist zu schnell. Vielleicht war sie ein Genie und keiner hat es mitbekommen.
776. War es das jetzt schon? Statt hätte ich was von 50 Minuten. Ich glaube, jetzt geht's erst so richtig los. Okay. Hold und Shift. Left click for night vision. Right click to snap a photo of moving targets. Was? Press E to assess your inventory. Ah. Ah ja. Und mit rechts können wir ein Foto machen. Joseph Shippen. The first page of my notebook is missing. Okay, die erste Seite meines Notizbuchs fehlt. Jemand hat es rausgerissen. Ich bin aufgewacht in Suite 776. Oder ich glaube zumindest, dass ich das bin. Es fühlt sich an, als bin ich komplett eingesperrt. Es fühlt sich wie eine Illusion an, so als ob es nicht echt ist. Über ein Item hovern für mehr Informationen. Wir haben keins. Okay. Das mit der Night Vision hatten wir auch schon in einem anderen Spiel. Das war auch schon in Dead Man's Journey so. Hundi! Hups. Ach so. Wir können keine Fotos von Hundis machen. Können wir, unten links können, müssen wir, glaube ich, wir müssen nur die Fotos von so Geistererscheinungen machen, ne? Fotos von Geistererscheinungen. Schon wieder Fotos, genau. Also die Spiele sind sich sehr ähnlich, das war keine Absicht. Wir gehen einfach mal weiter. Weiter in die Dunkelheit. Oh! Es ist sehr dunkel hier. Ein Schlüssel. Können wir nochmal hier? Ups. Nein. Night Vision. Für welche Tür ist der Schlüssel wohl? Vielleicht für diese. Vielleicht steht was dran. Ein alter Key mit der Inschrift Office, also Büro. Okay. Wo ist das Büro? Ah ja. Sieht nach einem Büro aus, oder? Da ist auch noch eine Tür. Ring the bell again. Eine verschlossene rote Box mit drei Einkerbungen oder drei Vertiefungen oder so. Da geht's hoch. E-Mail. Ergebnisse. Kopie. Marcy scheint nicht im normalen Verstandszustand zu erscheinen. Verschiedene Tests haben gezeigt, dass man erst eine gestresste Umgebung benötigt, so ungefähr. Reaktionen, um Marcy zu sehen, enthielt Zittern, Mumbling, Redness, exzessive Lacher. Ach so, sie zittert, sie mumbelt, sie ist rot und sie lacht komisch. Marcy hat sich entschlossen, die Sitzung früh zu beenden, leider. Ich habe den Hinweis, oder den Hinweis gegeben, Marcy den Hinweis gegeben, weitere Sitzungen zu machen. Also zu weiteren Sitzungen zurückzukommen. Die Medikation ist vielleicht erforderlich, so wie ich es aktuell sehe. Wird sie sich vielleicht entengern? Die selbst oder andere? Was? Wie war schlecht übersetzen, hä? Wirst du es weiterleiten? Wirst du mir den Kontakt von
Marcys Familie weiterleiten, vielleicht ihrem Sohn. Danke. Dr. Stan. Dr. Stan. Marcy war also in Behandlung. Irgendwie. Keine Ahnung. Kann man hier hoch? Ich glaube, der Aufbau ist schon ähnlich. Ich muss dazu sagen, die Spiele, die der Typ sonst gemacht hat, die Grafik ist immer ziemlich simpel, aber die Jumpscares waren wirklich unerwartet. Ach, guck mal, wir haben sogar hier so richtig schön PT-mäßig hier so ein Ding da oben, ne? So, wir sollen die Glocke nochmal bellen. Die Bell ringen. Kojima will jetzt nach Death Stranding wieder ein Horror-Game machen, ja. Ich bin gespannt. Ist zumindest die Gerüchte, ich hab's auch gelesen. Die wurde ein fünftes Mal geklingelt. Vielleicht geht dann nach 10 Mal die Tür auf. Das kann's sein. Rina sagt deiner Mutter einfach, du musst gerade helfen, eine Wohnung zu besichtigen. Das ist wichtig. Ich will was fotografieren. Oh Gott, was? Ich wollte den scheiß Text lesen. Yeah. Das meine ich, ne? Gemeine Jumpscares. Sehr gemein. Eigentlich wusste man es ja, ne? Aber irgendwie habe ich jetzt gedacht, das ist Gas. Ich habe jetzt gedacht, man muss den Text lesen oder so. Handy weggeschmissen. Heb's wieder auf. Du musst weiter gucken. Doors locked. Na, wer hätte das gedacht? Oh, Ring! Ring, 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 ring the bell. Ich frage mich immer noch, was ich hier fotografieren soll. Okay. Klingeln, klingeln, klingeln wir nochmal. Ring, ring, ring the bell. So, 50 Minuten kann eine lange Zeit sein, wenn das jetzt so weitergeht. Soll ich das wirklich machen? Die wollte nur kuscheln. Okay. Nein, klingeln. Sie wurde ein 6. Mal gedrückt. Hallihallo. Das Spiel gibt es übrigens bei Steam, nicht itch.io. Ich glaube, es kostet sogar. Ich habe zumindest den Key bekommen. Wo waren die Tür von gerade? Da ist wieder auf, was? Ja, alles klar. Alles klar, alles klar. Oh. Headbanger hat einen Clip erstellt. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Clips funktioniert hier. Okay, Küche. 1, 2, 3. Ready for creepy me. 1, 2, 3. Mach dich bereit. Auf mich. Was? Ich habe ein Foto aufgenommen. Okay, ein Foto. Ach so. Ein Fragment von Marcys Font Memories. Font? Ist das was anderes als Found? Ach, guck mal, wir haben sogar hier noch ein, hier, wir haben noch mehr Tagebuch hier. Aus der Nähe sieht sie torn aus. Ganz gleich von der Umgebung. Conscious. Is she fully conscious? I've always read tales when I was younger on demonic possession. You're aware of everything, even as your own blood begins flooding your eyes. He just couldn't move a muscle, but he could. Could Marcy be possessed? Also, wurde eine Teufelsaustreibung mit ihr gemacht? Oder besessen? Besessen? Ist sie besessen? Ja? Ja? Ich weiß nicht, ob ich das hier durchhalte, hier alles zu übersetzen live. Okay, wir sind, ach so, Küche und Wohnbereich. Oh, nee, das wollte ich nicht. Press 1 to continue. Warum, der Kühlschrank ist mit einem Zahlenschloss versehen. Das ist ja mal clever.
Weißt du, änderst du immer, kannst du nachts nicht fressen gehen. Ist ja super. Können wir da rein? Nein. Das Licht da. Eine Haarklammer. Eine Haarklammer. Vielleicht kann ich sie auch für irgendwas benutzen. Vielleicht ein Schloss. Vielleicht ein Zahlenschloss. Wie benutze ich denn was? Kann ich das irgendwie auswählen zu benutzen? Ich glaube, das geht automatisch. Vielleicht ein anderes Schloss? Vielleicht dieses Schloss im Flur? Von diesem Schuhschrank da, oder was das war? Ich gehe mal zu diesem Schrank. Use Hairpin. Alles klar. Ein Screwdriver. Ein Schraubenzieher. Tot. Ring again. Remind me on my failures. Ring it again. Remind me of my failures. Klingel und erinnere mich an meine Fehler? Mein Versagen? Was haben wir denn hier für einen Hinweis? Einfach nur ein Schraubenzieher. Ich will nicht nochmal klingeln. Ich überlege gerade, wofür der Schraubenzieher sein könnte. Ich werde dich von hinten greifen. Tot. Das ist aber eine andere Schrift als die da. Also, solange es nicht Comic ist, das wäre der wahre Horror. Was kann man hier anpinnen? Place Photograph. Ach so. Okay, okay. Wenn wir Fotos finden, dann können wir die aufhängen. Hatten wir diesen Text hier schon? Interview Antwort Nummer 1. Interviewer, du hast erwähnt, dass Marcy eine Klingel auf ihrem Schreibtisch hatte im Büro. Würdest du dir was ausmachen, zu wiederholen? Was du mir vor diesem Interview gesagt hast, der Coworker sagt, nun, jedes Mal, wenn sie irgendwas über sich selber online oder über ihre Arbeit gelesen hat, womit sie nicht einverstanden war, würde sie diese Glocke klingeln. Die Glocke klang ununterbrochen, besonders nachdem sie ihr neues Haus gebaut hat. Ihr Meisterwerk, wie sie es genannt hat. War sie eine wütende Person? Sie war eine wütende Person, oder nicht? Okay. Agro. Wie heißt die? Marcy. Die Agro-Marcy. Marcy Darcy. Hieß die Marcy? Marcy? Hieß die Marcy? Marcy. Marcy Darcy. Yes. Deswegen ist sie so komisch. Okay, was können wir mit dem Schraubenzieher machen? Haben wir vielleicht noch einen Hinweis hier? Nee, da haben wir keinen mehr. Ich glaube, wir müssen die Glocke klingeln. Ich will mich nicht umdrehen. Ring. Sie ist das siebte Mal. Das siebte Mal. Hey Püppi! Ah, Püppi ist da! Ach, wie schön. Sie hat sich selbst darauf konditioniert, bei der Glocke auszurasten, die du immer drückst. Gut. Was
Ist da noch jemand an Breaking Bad? Breaking Bad? Was war da? Komm hoch! Die Puppe sieht aber echt billig aus hier. Oh, Püppis. Ganz viele Püppis. Ich komm gleich hoch. Wir gehen gleich ganz gemütlich hoch, nicht wahr? Machen wir gleich ganz gemütlich. Wo ging es denn nochmal hoch? Im Büro, ne? Oh! Ah, ich habe kein Foto gemacht. Ich war zu langsam. Oh Gott. Wo ging es denn hoch? Da ging es nicht hoch. Ich muss da weiter. Warum ist da Überwachungskamera? Ich kenne jemanden, der hasst Puppen. Ja, und ich. Püppi-Liebe. Boah, ich habe mal einen PT-Klon gespielt. Da saß die hinterm Fenster, ey. Boah, das war schlimm. Silent Nights hieß das. Extremer Horror. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja. Oh. 1, 2, 3, ready for creepy me. Wie komme ich denn jetzt hoch? Was? Locked, but there's a force keeping it shut. Ach so, da ist irgendwas gegen. Okay, das hat sich nicht geändert. Kommen wir jetzt zur Tür rein. Ah ja. Das ist immer noch derselbe Text. Was können wir denn da wohl reintun? Mit 3... Ah, jetzt ist auf. Ach, Bruder, hast auch Puppen. Puppen sind aber auch übel, vor allem Clown-Puppen. Pineview Drive. Ja, Pineview Drive, das erste ging. Das letzte Pineview Drive war ja nicht so. Das ist Homeless. Hallo. Oh, wir sind wirklich oben. Nicht reingehen. Ein Foto. Okay. Do not enter. E to interact with the door. Eine seltsame Door mit einem starken Schloss, das sie absichert. Ist aber so einiges abgesichert, hä? Kinder-Clown-Puppen. Ist ja sehr detailliert. Ich mag eigentlich diese Schneider-Puppen nicht so. Die sind sehr, sehr effektiv. Dafür, dass sie eigentlich sehr simpel sind. Wenn sie noch ordentlich ausgeleuchtet sind, dann sind sie sehr effektiv. Guck mal, hier ist... Ah, ein Mini-Kühlschrank. Das ist bestimmt der Code zum großen Kühlschrank. Kann das sein? Ich brauche einen Stift. Ein Stift. Blatt habe ich schon mal. Jetzt brauche ich noch einen Stift. Ich habe gerade schon Stift gesagt, aber ich meinte Blatt. Das machen solche Spiele mit mir. 2776. Ja, ich weiß, aber ich will mir das selber aufschreiben. Ne? Wer schreibt, der bleibt und so. Designer des Jahrzehnts. Aha. War aber ein komischer Designer. Eine Live-Kamera. Kann ich hier irgendwas bewegen? Wie komme ich denn da wieder raus? Ich will da wieder raus.
Wie beende ich die Live-Kamera? Night Vision. Oh, oh. Okay. Ich will sie beenden. Bewegungssensor. Was? File saved. Queen Size, Live Data, Night Vision on. Wie komme ich denn da raus? Ich will da raus. Oh, okay. Das geht automatisch. Vor welcher Tür steht sie jetzt? Sounds mag ich gar nicht. Gott. Unten ist ein X. Foto machen, habe ich gemacht. Der ist der wahre Horror, ja. A Dangling Hood. Vielleicht nützlich. Aber wie erreiche ich es? Ist es zu weit? Zu oben. Zu weit oben. Ist denn ein Dangling Hood? So ein Angelhaken oder sowas wahrscheinlich, ne? Wir haben eine neue Note. Sie verfolgt mich jetzt. Ich versuche, mich vorzubereiten für den Fall, wenn sie mich von hinten greift. In jedem Moment? Fragezeichen. Okay. Oh, hier ist noch ein Foto. Dann gehen wir mal runter in die Küche, ne? Oder wir gucken, was hier oben noch gibt. Dusche. Ah, den Deckel mit dem Schraubenzieher aufmachen. Es ist etwas in dem Abfluss, aber ich muss einen Weg finden, das zu erreichen. Ja, wahrscheinlich, weil wir brauchen dann diesen Haken, der da hing. Den Haken. Oh. Leiter. Wir haben die Leiter mitgenommen. Mal eben so eine Leiter im Gepäck, ne? Jetzt schon klar. Hier ist wieder eine Treppe. Können wir vielleicht mit der Leiter den Haken erreichen? Ja. Wo hast du die Leiter reingesteckt? In die Hosentasche. Ist eine Klappleiter. Natürlich. Eine kleine Leiter. Ach, wir müssen nach unten. Klar, wir müssen nach unten, damit wir an den Haken rankommen. Verstehst du? Easy peasy. Ich weiß nur nicht, ob ich zurückgehen soll. Nee, sie steht jetzt vor der Tür. Wahrscheinlich dürfen wir nicht zurück, ne? Wir müssen einen anderen Weg finden. Ah, wir sind in der Küche wieder. Okay. Fühlt sich so an, als ob es hier hingehört. Neue Notes haben wir nicht, ne? Oh, ein neues Foto. Mal sehen, ob wir alle sammeln können. Insgesamt gibt es ja 6 oder so. Okay. Mal gucken, was im Kühlschrank ist. Ich hoffe Bier. Okay, wie müssen wir einfach eintippen? 2, 7, 7, 6. Oh. Ein Bolzenschneider. Das ist ja irgendwie immer dieselben Sachen, die man so in Horrorspielen findet. Ne? Schraubenzieher, Bolzenschneider. Irgendwie immer dasselbe. Sehr verbeult sehen meine Hosen aus mit den ganzen Sachen drin. Okay. Wo war dieser Haken? Hier. Stand sie nicht vor der Tür? Ich will jetzt diesen Haken erreichen.
Das muss doch möglich sein, oder? Put down ladder. Haken genommen. Jetzt wieder hoch, würde ich sagen. Kommen wir da rein? Boah, dieses Geräusch, ey. Grab mich bitte nicht von hinten. E to pick up strong string. Starkes Seil? Ach so. Okay. Ah, verstehe. Ist mir gar nicht aufgefallen. Picked up a golden key. Damit kommen wir sicherlich in diesen geheimen Raum. Oder vielleicht hier rein? Interview Nummer 12 mit Marcy, Interviewer. Viele finden... was? Viele haben herausgefunden, dass du kontinuierlich diese Puppen, diese Anziehpuppen kaufst. Was macht... Wofür sind diese Puppen? Marcy, nun, du weißt... Ich habe rausgefunden, es wäre interessant, einen Kopfcounter zu haben für die, die mich beleidigt haben oder so. Du weißt, ich wache auf am Morgen und gucke in ihre physikalische Repräsentation direkt in ihr Gesicht. Ich würde sie anschreien, aber sie stehen einfach nur da und sehen mich an. Es macht mich verrückt. Interviewer, okay. Okay, oh. Black Snake geht schlafen. Gute Nacht. Wie spät haben wir denn? 22:31. Mal gucken. Ich habe noch ein paar andere Games, aber vielleicht, wenn das wirklich 50 Minuten geht, reicht das auch. Ring. Ring it again. Erinnere mich an meine Fehler. Was? E? To slide curtain. Ich glaube nicht, dass ich das tun will. Gut, dann lass... Oh, sie steht dahinter. Da. Da steht sie hinter. Was ist das? Read note. Tür. Dann zwei in einen Raum. Dann irgendwie grünes Zeug. Dann diese drei Dinger. Dann irgendwie sowas. Okay. Kann ich mir eh nicht merken. Da ging es wieder nur runter. Wo war denn dieser Raum, der abgeschlossen war? Sie macht sich frisch für dich. Use Bolt Cutter. Warum nicht? Immer noch verschlossen. Wie öffne ich es? Ja, ich habe doch den goldenen Schlüssel. Ein goldener Schlüssel. Scheinbar ist der nicht für mich. Mal gucken, ob wir noch andere Räume haben, die wir jetzt öffnen können. War da noch eine Tür? Vielleicht der Ausgang. Okay, wir landen einfach wieder hier. Wir landen einfach wieder hier. Habe ich noch ein Foto? Nee, habe ich nicht. Ich gehe nochmal die Runde. Vielleicht habe ich ja irgendwas verpasst. Irgendeinen Raum? Können wir jetzt da nochmal gucken? Nee, das ist vorbei. Grünes Zeug, dann so Dinger. So beschreibe ich auch Wege. Sehr exakt, oder? Ich meine, wenn du mit Paint sowas machst, ich weiß ja nicht, was die von einem wollen hier. Jetzt gewittert es auch noch. Ich glaube, das ist dieser Überwachungsraum. Soll das der Überwachungsraum sein bei 2?
Und was diese, ach so, wir müssen alle Fotos lösen. Und dann müssen wir irgendwo dahin, wo man sich aufhängen kann. Hat sie am Ende etwa Selbstmord begangen? Okay, ich guck mal, ob wir die Glocke klingeln können. Wenn ich sie denn finde. Ich glaube, wir müssen hier lang. Du hast die Glocke zum 8. Mal geklingelt. Du hast immer noch locked. Wofür ist der goldene Schlüssel? Für 3 goldene Teile vermutlich, die wir in diese Einkerbung da legen müssen. Ich geh mal weiter. Was ist denn das? Architekt des Jahres. Oder Architektin des Jahres. Komisch, ich hätte jetzt nur gedacht, der goldene Schlüssel ist für oben, für diese verschlossene Tür. Sonst waren da doch keine Türen, oder? Haben wir sonst irgendwo eine Tür verpasst? Hier haben wir doch alles gesehen. Hier können wir nichts mehr machen. Vielleicht ist jetzt das Badezimmer frei. Badezimmer. Die Notes hatten wir alle schon. Da hat sich nichts verändert. Kein Plan. Kein Plan. Oh Gott! Ja, fuck! Es fühlt sich an, als ein Frosch in meinem Kopf rumspringt. Ei. Sie scheint Teil dieses Hauses zu sein. Das schlechte Ende erreicht. Egal wohin du gehst, du kannst ihre Wut spüren. Was ist passiert? Hast du dir die Hose gemacht? Die Glocke zu klingeln war die Erinnerung ihrer Fehler. Wirklich wütend gemacht. Achso, es hat sie wirklich wütend gemacht. Es geht weiter. Fast. Schau, ihr erreicht aus Tradition das schlechteste Ende. Ja, mal gucken. Einen alten Schlüssel aufnehmen. Ich glaube, sie mag mich nicht mehr. Ich glaube, sie liebt mich nicht mehr. Nur eine Mannequin. Guck mal. Gott. Ja. Toll, die Jumpscares werden festgehalten. Super. Für die Ewigkeit. Okay, wir müssen jetzt noch sterben. Ich weiß einfach nicht, was das Grüne sein soll. Kein Plan. Das leuchtet ja grün hier. Aber das können wir nicht nehmen. Toll, jetzt überall das Licht aus. Hör auf zu singen. Ah.
Aber wir müssen mal abwarten. Wir müssen mal abwarten. Klopf. Ich habe keine Ahnung, wo ich, in welchen Raum ich muss. Ach, warte mal, Schlüssel für oben. Wir haben den Schlüssel gekriegt. Ich muss nach oben. Ich muss wieder nach oben. Vielleicht singt sie in diesem Raum hier. Wir müssen in den Do Not Enter Raum. Immer noch verschlossen. Wofür ist denn der scheiß Schlüssel da an? Willst du mich verarschen? Ich höre sie doch. Aber ich weiß nicht von wo. Ist sie wieder hier? Da stehen jetzt so Körbe oder so. Wir müssen mal eben warten hier. Vielleicht können wir wieder einen Ausgang raus oder so. Das kommt von hier. Die würden uns gleich so hart erschrecken irgendwo. Ich finde das scheiß Badezimmer. Müssen wir mal unten gucken. Vielleicht müssen wir die scheiß Glocke wieder läuten. Ja klar. Oder ist es für den Schlüssel bei der Glocke? Dann müssen wir hier lang. Siehst du? Ah. Oh ja, und wie die wuschig ist, ja, ja. Tür auf. Können wir die Glöckeln? Können wir uns einen glöckeln? Mhm. Wir haben einen neuen Eintrag. Hat sie mich angegriffen? Es sieht aus, je länger ich bleibe, umso aggressiver ist sie geworden. Aber wie zur Hölle komme ich hier raus? Es gibt keinen Ausgang. Es sollte hier gar keinen Keller geben. Okay, Keller. Ach so, ein alter Schlüssel mit der Inschrift B. Keller? Basement? Wir können aber noch einiges finden hier, hä? Huh? Wann kommen wir denn in den Keller? Ich höre meine Fliege im Kopfhörer. Ach, der Keller. Ja, schicken wir ihn doch in den Keller, nicht wahr? Glöckeln ist das Wort des Abends. Wer hat sich nicht schon mal eingeglöckelt hier im Horrorhaus? Es nervt mich wohl, dass dieses Kamerading so lange... Das ist immer so lange gebraucht, weißt du? Oh, Pippi ist wieder da. Pippi ist im Keller. Können wir das aufnehmen? Knips. Gleich ist unsere Kamera voll. Oh! Doors locked with a breaker door. Was ist denn ein breaker door? Im Keller und der Bildschirm ist einfach schwarz. Bei mir nicht. Da hast du wirklich einen sehr dunklen Fernseher. Hier ist so eine Art Labyrinth. Ich laber ja immer, was ich tue. Da leuchtet wieder was. Hier sind Puppen. Ah ja. Einen geformten Schlüssel habe ich aufgenommen. Oh,
Oder einen Schlüssel mit einer bestimmten Form. Vielleicht ist der hier. Ah ja. Genau. So, ich hab dir Licht im Keller gemacht. Alles klar? Ist so besser? Was ist das? Achtung. Large Pulling. Was? Ich kann es nicht lesen. Was? Es fühlt sich an, als ob ich dieses Gerät schon mal gesehen hätte. Ich kann nicht lesen, was da drauf steht. Irgendwas mit ziehen. Irgendwo mit. Wir brauchen einen Griff zum Ziehen. Vielleicht ist das der Ausgang. Gucken, wo man hier noch hinkommt. Huh! Hi, hi! Ah, scheiße! Oh. Kann ich den Strom wieder anmachen? Nein. Keine Chance. Ein Foto. Eine Axt. Was sollen wir mit einer Axt machen? Uns durch eine Wand kloppen? Hier irgendwo? Da ist ein Safe oder so. Hm. Vielleicht ist in einem Safe etwas. Ah, so. Das ist die Tür zum Safe. Okay, aber was können wir da mit der Axt machen? Das sieht wie eine Tür aus. Ah, Axt benutzen. Ah, so kommen wir wieder zurück. Ah, ich weiß, oben war ein Raum, wo auch so Dinger vor waren. So Holzdinger. Hier wird jetzt sicherlich nichts passieren. Siehst du? Hab doch gesagt, hier passiert nichts. Wir hängen erstmal das Foto auf. Eins fehlt noch. Wahrscheinlich habe ich das irgendwo vergessen. So, hier war irgendwo eine Tür, die verrammelt war. Die da. Oh. Hallo. Ich lese mal den Text. Ne? Du hängst da schön weiter ab. Seite 1, mein Journal, als ich Raum 776 betreten habe. Mein Name ist Joseph Shippen. Ich schreibe dieses Tagebuch nur für den Fall, dass irgendwas schiefläuft. Ich will, dass du weißt, dass ich hier war und wahrscheinlich hier gestorben bin. Ich bin hergekommen, um Suite 776 zu untersuchen. Ich habe dies getan, weil Marcy Shippen meine Mutter ist. Ich, ihr einziger Sohn, Joseph Shipping, 27 Jahre alt, zum Zeitpunkt, als ich diese Note schreibe, wollte sie für das erste Mal treffen. Viele behaupten, dass Suite 776 nicht real ist. Scheinbar wurden anderen die Erlaubnis gegeben, diese Suite zu betreten. Aber sie hatten kein Glück, den Cycle, also die Schleife anzutriggern. Oder sollte ich sagen, mit Glück haben sie es nicht angetriggert.
also gestartet, diese Schleife. Ich stand vor der Klingel, dieser eine Moment, und ich war dabei, sie zu klingeln. Das Witzige ist, ich habe das Gefühl bekommen, dass ich sie nicht klingeln sollte. Es fühlte sich an, als ob ich schon mal vorher geklingelt hätte und ich einfach nur zurückgeschickt wurde, um es nochmal zu versuchen. Nichtsdestotrotz, ich werde sie klingeln. Ich glaube, und ich werde es dokumentieren, was ich sehe, und hoffe, dass ich ein paar Bilder machen kann. Wir werden sehen. Jetzt nicht mehr rot hier. Kann ich jetzt wieder... Oh, okay. Hallo. Here to interact. Punkt, Punkt, Punkt. Sie sagt nichts. Können wir wieder raus? Warum sagt sie nichts? Weg. Okay, wir gehen weg. Wir gehen weg. Sind wir jetzt der Sohn gewesen oder der Typ, der vorher da war? Sollen wir weggehen oder sollen wir klingeln? Klingel die Klingel. Soll ich nicht gehen? Soll ich klingeln? Seid ihr für klingeln? Ja, klar wollt ihr, dass ich klingel. Klar wollt ihr das. Das Problem ist, es gibt kein Safe Game oder so. Wir sehen ja nicht das andere das andere Ende. Ja, ich soll es tun. Ich soll es einfach tun. Okay, tun wir es. Wir tun es. Wir klingeln die Klingel. Aber in einem Albtraum. Sie wurde das erste Mal geklingelt. Nichts passiert. Wieso mobbt ihr die arme Frau? Warum solltest du deine eigenen Briefe lesen? Vielleicht weil... Oh! Errungenschaft. Ending 1. Du weißt, es ist seltsam. Es fühlt sich an, als ob ich es schon mal gemacht hätte. Ah. Ich habe das Gefühl, ich bin durch das alles schon mal gegangen. Ich habe das alles schon gesehen. Viele, 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 viele Male. So, als ob ich einen Fehler gemacht hätte. Ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht. Und aufgrund dieses Fehlers wurde ich zurückgebracht, wo alles begann. Die Schleife. Vielleicht gibt es einen Weg, meine Mutter zu retten. Diesen Fluch zu enden, es alles zu beenden. Ende. Okay. Ich frage mich, wie viele Enden es gibt. Game Stats. Jetzt bin ich mal gespannt. Ending 1 von 3. 56 Minuten gespielt. Oh. Fotos of Marcy in motion taken. Gar keine. 0 von 3 Goldbarren collected. 5 von 6 Fotografs. 0 von 1 Easter Eggs found. Ja, immer top, ne? Top, top Run. Soweit. Verkackt. Versagt. Naja. Wäre ich mal gegangen, dann hätten wir jetzt Ende 2 irgendwie freigeschaltet. Das haben wir jetzt davon. Thank you for playing. Suit 776 was created by Stanislav Truchowski und veröffentlicht von Turnvex Games. Vielen Dank an dich, Unity, dafür, dass du so eine wunderbare Game Engine bist. Freesounds.org, ja, ne, das gruselige Frau.waff. Der Unity Asset Store. Was, der hat die wirklich gekauft?
See you in the next one. Es wurde am 6. Dezember 2019 released. Nightingale war dafür zu gehen. Wir denken gleich, Nighty, wir denken gleich. Ich wäre auch gegangen, ich kenne diese Spiele. Wenn man gehen kann, dann muss man gehen. Die Spiele bieten einem das nicht umsonst an. So ist das nämlich.